Wenn irgendeine Frau mit deinem Freund jetzt spricht, sagt, hey, wie geht's dir? Ich hab dich schon so lange nicht mehr gesehen und oh ja, und umarmt ihn noch so, weißt du? So. Was kommt hoch? In dir kommt hoch, es ist mein Freund. Geh weg, du Bitch. Ich hau dir einen in die Fresse. Verpiss dich. Und jetzt wird's interessant. Weil das ist ja schon in dir abgespeichert. Dieses so, geh weg, du Bitch, verpiss dich, ist mein Freund. So. Gehst du jetzt hin mit dem bitchy Move und sag, hey, verpiss dich, ist mein Freund, blablabla. Oder machst du irgendwas Schlangiges, sag ich mal, und ziehst deinen Freund jetzt weg und haha, hi, weißt du? Oder gehst du jetzt hin und machst das, was du sonst vielleicht nicht machen würdest. Und zwar vielleicht einfach mal, hey, dich vorstellen. Cool, woher kennt ihr euch? Ich kenne dich nicht. So, als würdest du zum Beispiel, wie in das, als Kind damals, sehen, ah cool, die zwei verstehen sich, ich möchte auch mit dem Freunde sein. Ich sag dir nur das, dass du dich selber beobachtest und okay, ich mache jetzt das, was ich nie machen würde. Und weißt du, was auch interessant ist? Wenn es nicht dein Freund wäre, wärst du nicht eifersüchtig.